Es gibt zwei Arten der Kommunikation, gewaltvolle und gewaltfreie, und ein ganzes Spektrum dazwischen. Gewaltvolle Kommunikation ist zwanghaft, manipulativ und verletzend. Sie beinhaltet Verallgemeinerungen und eine Sprache, die Angst, Scham oder Schuldgefühle hervorruft. Sie ist oft unwirksam, da sie unsere Aufmerksamkeit von der Klärung unserer tatsächlichen Bedürfnisse ablenkt und uns von der Lösung des eigentlichen Konflikts abhält. Die gewaltfreie Kommunikation basiert auf der Idee, dass wir alle die gleichen universellen menschlichen Bedürfnisse teilen. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Vertrauen, Sicherheit und Wertschätzung. Gewaltfreie Kommunikation ermöglicht es uns, mitzufühlen und klarer zu denken. Dadurch können wir ein besseres und ehrlicheres Verständnis füreinander entwickeln. Die gewaltfreie Kommunikation besteht aus 4 Schritten: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und der Bitte. Um das zu verstehen, stellen wir uns eine Schülerin vor, die zu spät zum Unterricht kommt. Der alte Jakob, ihr ehemaliger Lehrer, würde normalerweise nur sagen: "Da ist sie wieder, Anna die Trödlerin." Im Unterricht würde er ihr dann das Leben schwer machen und ihr zur Strafe einen Haufen sinnloser Aufgaben aufbrummen, und beide würden sich für den Rest des Tages schlecht fühlen. Der neue Jakob, ihr jetziger Lehrer, hat etwas über gewaltfreie Kommunikation gelernt und weiß, dass sie mit einer klaren Beobachtung beginnt. Während der Beobachtungsphase versucht er, konkrete Fakten zu benennen. Dinge, die genau in diesem Moment passieren. Neu-Jakob notiert, dass Anna 20 Minuten zu spät gekommen ist und dass sein Puls hoch ist. Möglicherweise ein Zeichen von Stress. Indem er sich auf seine Gefühle konzentriert, verbindet sich Neu-Jakob mit seinem Herzen und kann lernen, die verschiedenen dahinterliegenden Emotionen zu verstehen. Das ist wichtig, denn was wie Wut aussieht, kann in Wirklichkeit vielleicht Traurigkeit sein. In diesem Schritt ist es wichtig, Gefühle von Gedanken zu unterscheiden. Nach dem Unterricht teilt Neu-Jakob seine Beobachtung mit und erklärt Anna, dass er frustriert ist, wenn jemand zu spät zum Unterricht kommt, da er möchte, dass seine Arbeit wertgeschätzt wird. Seine eigenen Bedürfnisse zu kennen ist wichtig, damit wir unser Leben bereichern und mit uns selbst in Einklang bringen können. Wenn wir unsere Bedürfnisse missachten oder unseren Werten nicht gerecht werden, sind wir gestresst und frustriert. Zu verstehen, dass wir alle universelle menschliche Bedürfnisse haben, ist vielleicht der wichtigste Schritt in diesem Prozess. Neu-Jakob erklärt Anna, dass sie einen Weg finden sollten, die gegenseitigen Werte und Wünsche zu respektieren. Zum Schluss gibt es noch die Bitte, die verdeutlicht, welche Zukunft sich Neu-Jakob für sich und diese Beziehung wünscht. Klare Bitten sind daher entscheidend für eine transformative Kommunikation. Wenn wir um konkrete Handlungen bitten, finden wir oft kreative Wege, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten erfüllt werden. Jakob bittet Anna, pünktlich zu kommen. Gemeinsam beschließen sie, dass Anna gar nicht zum Unterricht kommt, wenn sie es nicht schafft, pünktlich zu sein. Marshall Rosenberg, der das Modell entwickelt hat, zeigte die Unterschiede zwischen den Kommunikationsstilen gerne anhand von 2 Tieren. Der Wolf steht für Aggression, Dominanz und gewaltvolle Kommunikation. Die Giraffe mit ihrem langen Hals und ihrem großen Herzen für einen klarsichtigen und mitfühlenden Sprecher und einen gewaltfreien Kommunikationsstil. Alle Gewalt, schrieb Rosenberg, ist das Ergebnis von Menschen, die sich selbst vorgaukeln, dass ihr Schmerz von anderen Menschen herrührt und dass diese Menschen folglich bestraft werden müssen. Was denkst du über dieses Modell? Teile deine Gedanken in